Ja, herzlich willkommen. Mein Thema ist Lebensgeld Gradido und es geht um ein natürliches Wirtschaftsmodell, das von der Natur abgeguckt ist und die Natur erschafft seit Millionen Jahren Leben in überfließender Fülle. Nur wir Menschen, wir haben möglicherweise das eine oder andere nicht ganz verstanden, denn wir schaffen immer noch große Armut. Nicht? 2/3 der Menschheit leben unterhalb des Existenzminimums und auf der anderen Seite gibt es eben einige wenige, die im Geld schwimmen. Jetzt ist die Frage, was macht die Natur, sagen wir mal, richtig, was macht die Natur gut? Was wir Menschen, ich sage es jetzt mal ganz milde, anders machen? Oder wie kann Wohlstand für alle gelingen in Frieden und in Harmonie mit der Natur? Vielleicht kennen Sie das Wort Bionik. Also Bionik wird nach Wikipedia definiert, beschäftigt sich mit der Entschlüsselung von Erfindungen der belebten Natur und ihrer innovativen Umsetzung in der Technik. Also jeder Flugzeugbauer würde erstmal den Flug der Vögel studieren und dann gucken, was kann er übersetzen in den Flug seiner Flugmodelle, seiner Flugzeuge. Ne? Nur Umsetzung in der Technik, in anderen Gebieten ist Bionik momentan noch sehr fremd. Also zum Beispiel Geldwissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler und so weiter sind im Moment noch nicht wohl so ganz dabei, die Sache an der Natur abzugucken. Was wir machen, ist, wenn man so will, Wirtschaftsbionik. Wir, das ist die Joytopia Akademie, vor etwa 12 Jahren gegründet von Margit Bayer und mir. Inzwischen haben wir ein Forschungsnetzwerk von über 3000 Leuten, die das anhand vom Netzwerk, auch Austausch und so weiter, erproben und leben. Die natürliche Ökonomie oder erstmal der Name Joytopia gründet sich auf die Kurzgeschichte Joytopia, die ich nach sehr intensiven Forschungen seinerzeit 1997 veröffentlicht habe. Sie beinhaltete damals schon fließendes Geld, also es geht um den Kreislauf von Werden und Vergehen, den Kreislauf des Lebens. Es wird geschöpft, die Währung in Joytopia wird geschöpft durch das Grundeinkommen oder durch Beiträge zum Gemeinwohl, keine Steuern erforderlich. Die Erprobung ist sowohl in regionalen Gemeinschaften möglich, wie auch in internationalen Netzwerken. Bei der Naturerforschung oder Naturbeobachtung, es ging also uns immer darum, schauen, was macht die Natur und was können wir damit auf die Wirtschaft übertragen. Da sind jetzt 3 Naturgesetze wichtig für unsere heutigen Betrachtungen. Das erste Gesetz ist, die lebendige Natur ist immer positiv. Sie kennen das aus der Mathematik. Selbst die Mathematik definiert natürliche Zahlen als die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also die, die man zählen kann. Es gibt in der Mathematik keine negativen natürlichen Zahlen, die heißen dann anders. Das heißt, selbst in der Mathematik natürlich sind positive Zahlen. Oder haben Sie schon mal einen Apfelbaum, da ist jetzt ein Apfelbaum, gesehen, an dem minus 100 Äpfel hingen? Also ich habe noch keinen gesehen. Und aus dieser ganz einfachen, also es geht uns um ganz einfache Naturbeobachtung. Wir machen jetzt also kein großes wissenschaftliches Tamtam daraus, sondern wir schauen nach Naturbeobachtungen, die jeder nachvollziehen kann. Also das erste ist, in dem Lebensgeldmodell, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, werden nur positive Zahlen geschöpft. Das heißt also, Geldschöpfung durch Schulden existiert im Lebensgeldmodell nicht. Das zweite Gesetz ist das Gesetz des Ausgleichs. Ja?
In der Natur, die versucht immer Niveauunterschiede auszugleichen. Das kennen Sie, wenn Sie mal eine Wanne Wasser hinstellen und ein bisschen Wellen machen. Das versucht sich auszugleichen, nicht? Bis dann der Wasserspiegel dann wieder eben ist. Und das dritte Gesetz, wahrscheinlich das wichtigste Gesetz jetzt für unsere Betrachtung, ist der Kreislauf des Lebens, der Kreislauf von Werden und Vergehen. Nicht? Also Schöpfung, Vergänglichkeit, Geburt, Tod, dazwischen spielt sich das Leben ab. Nur Schöpfung würde nicht funktionieren. Denken wir eben an den Apfelbaum, den wir eben gesehen haben. Wenn der Apfelbaum jedes Jahr Äpfel produzieren würde und es gäbe keine Vergänglichkeit, würden wir in den Millionen von Jahren, seitdem es schon Äpfel gibt, in lauter Äpfeln ersticken. Dazu kommen die Birnen, die Schweine, die Kühe und die Menschen. Das heißt also, die Vergänglichkeit ist schlichtweg ein Teil der Natur und gehört zum Kreislauf von Werden und Vergehen. Nur Vergänglichkeit würde uns einfach ins Chaos führen. Also wir brauchen beides, wir brauchen Schöpfung, wir brauchen Vergänglichkeit, um diesen Kreislauf des Lebens hier auf der Welt, auf einer begrenzten Welt eben auch erleben zu dürfen. Und die Idee im Lebensgeldmodell ist eben, diesen Kreislauf des Lebens abzubilden in einem Geldmodell. Gut, das sind nochmal die drei Gesetze und daraus schöpfen wir jetzt das Modell Lebensgeld. Das ist aus dem Leben, für das Leben geschaffen. Dazu führen wir eine Währung ein, die haben wir mal Dank genannt. Warum Dank? Einmal, um uns erstmal abzusetzen von der jetzigen Währung, also um zu wissen, wovon man spricht, braucht man neuen Namen. Also die herkömmliche Währung Euro, Dollar, Yen und so weiter. Und dazu als Neues der Dank. Neuerdings haben wir ihn auch Gradido genannt, das Projekt Gradido, das heißt auch so viel wie Danke. Warum der Name Dank und warum kein anderer? Es ist so, was wir jetzt hier ausführen, wird uns führen von der bisherigen Kauf- und Bezahlwirtschaft hin einen Schritt zur Schenk- und Dankwirtschaft. Der Referent vorhin hat auch schon mal von Schenkwirtschaft gesprochen. Und das Lebensgeld ist möglicherweise eine Brücke von der alten Kauf- und Bezahlwirtschaft hin zu einer Schenk- und Dankwirtschaft. Ja, geschöpft werden 3x1000 Dank pro Person. Stellen Sie sich im Moment den Wert eines Danks vor wie den Wert eines Euros. Ja. Es gibt noch eine weitere Definition für den Dank. Wir sagen, 20 Dank sind der Wert einer durchschnittlich qualifizierten Arbeitsstunde. Diese zweite Definition, also die zeitbezogene Definition, dient dazu, dass wenn der Euro oder die herkömmlichen Währungen dann irgendwann mal vielleicht crashen oder Inflation gibt oder sowas, dass wir eine Konstante haben. Die Konstante, die jeder Mensch bis jetzt noch hat und wahrscheinlich auch so bleiben wird, sind 24 Stunden am Tag. Und deshalb können wir sagen, 20 Dank pro Stunde ist der Gegenwert für eine durchschnittlich qualifizierte Stunde. Diese erste, es gibt eine dreifache Dankschöpfung, es werden 3x1000 Dank geschöpft, also insgesamt 3000 Dank pro Kopf pro Monat. Das erste ist ein aktivierendes Grundeinkommen. Aktivierend meinen wir damit in Bezug auf die Lebensaufgabe. Das bedeutet, ein Mensch, der ein Grundeinkommen hat, kann sich auf seine Lebensaufgabe konzentrieren, die er in seinem Herzen spürt oder wo auch immer er sich spürt, auf jeden Fall, er kann sich auf seine Aufgabe konzentrieren, ohne sich erst im Konkurrenzkampf bewähren zu müssen. Viele Menschen sind ja schlichtweg mit dem Existenzkampf beschäftigt und man hört öfter auch mal den Kommentar, ich würde so gern dies und jenes tun, ich würde mich für die Natur einsetzen oder für gute ökologische Projekte oder so, wenn ich nicht meine Zeit dazu bräuchte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dazu ist das aktivierende Grundeinkommen gedacht. Und zwar aktivierend gibt es zwei Varianten, wo es auch Zwischenstufen gibt. Die erste Variante in Ländern, die jede Arbeitskraft brauchen. Man denke zum Beispiel in Ländern in Afrika, die noch nicht so eine
Industrialisierung haben wie wir, da macht es vielleicht Sinn, dass jeder Mensch sich in die Gemeinschaft einbringt. Außerdem geben wir damit auch jedem Mensch das Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Das heißt also, ein bezahlter Gemeinschaftsdienst, aktive Teilhabe an der Gemeinschaft und eine aktive Teilnahme hat zwei Seiten, nämlich geben und nehmen. Wenn wir zum Beispiel 1000 Dank für ein Grundeinkommen schöpfen, dann hieße das bei der ersten Variante, das wären 50 Stunden im Monat, also jeder Mensch hat das Recht, nach seinem Wesen, nach seinen Neigungen und Fähigkeiten, also was einem liegt, was einer gerne tut, was einer gut kann, kann er sich in die Gemeinschaft einbringen, 50 Stunden die Woche und kriegt garantiert 20 Dank pro Stunde. Das ist also der bezahlte Gemeinschaftsdienst, damit hätten wir sofortige Vollbeschäftigung, also das gilt dann für junge Menschen, für Erwachsene und auch für alte Menschen. Auch sogenannte Menschen mit Behinderung haben damit das Recht und die Möglichkeit, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Wenn man bedenkt, wie viel Freude Menschen mit Behinderungen einbringen können. Wir waren kürzlich mal auf einem Konzert der Brenz Band. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Die ist aus dem süddeutschen Raum. Das sind also lauter Menschen. Nein, es sind gemischt. Es sind Menschen mit Behinderungen zusammen mit ja wahrscheinlich Sozialarbeitern oder ähnlichen Leuten, die das dann auch betreuen. Die machen zusammen eine wirklich sowas von herzliche Musik und können dann so, die rühren die Herzen so an, man sieht, aha, das, ja, die strahlen so eine Liebe aus. Sie sind vielleicht teilweise ein bisschen nicht so, also ja, ein bisschen unbeholfen in manchen körperlichen Dingen, aber was die ausstrahlen, da kann man nur sagen, also wir waren total begeistert davon, was die in die Gemeinschaft einbringen können. Die haben übrigens auch Preise gewonnen und so weiter. Also man sollte immer dran denken, auch Menschen mit Behinderungen haben ganz viele Möglichkeiten, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Gut, die zweite Variante ist die, die Sie sicherlich kennen, die Ihnen auch schon im Laufe dieses Kongresses vorgestellt wurde, also das bedingungslose Grundeinkommen, Freiheit statt Vollbeschäftigung ist das Stichwort. Zwischen diesen beiden Varianten können alle Übergangslösungen möglich sein. Das heißt also von dem bezahlten Gemeinschaftsdienst, das ist also quasi Gemeinwohlwährung, oder einem bedingungslosen Grundeinkommen, sind alle Varianten möglich. Die Entscheidung ist eine politische Entscheidung, also die Frage, was wollen die, und eine Frage der Möglichkeit, was ist in einem bestimmten Land möglich. Es ist nicht die Entscheidung im Moment von uns, die wir Systementwickler sind, sondern unsere Aufgabe ist, ein System anzubieten, was möglichst allen, jedem Bedarf gerecht wird. Ne? Gut, gelöst ist auch das Arbeitslosenproblem in beiden Fällen. Also entweder sind die Leute, haben die ihren Gemeinschaftsdienst oder eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. In dem Moment gibt es keine Arbeitslosigkeit als Definition mehr, weil Arbeitslosigkeit heißt ja eigentlich auch Erwerbslosigkeit. Arbeiten kann jeder, also was tun kann jeder, wie er lustig ist. Auch, ja, und das dritte ist das Versorgungsproblem. Es wird manchmal Anhängern des bedingungslosen Grundeinkommens vorgeworfen, da wird die Frage gestellt, was ist denn, ja, wenn nicht alles, was wir brauchen, dann hergestellt wird, wenn jetzt jeder nur sich auf die faule Haut legt und so weiter, bla bla bla. Das sind so diese einige der Kritiken am bedingungslosen Grundeinkommen. Kann man jetzt von unserer systemischen Sicht aus sagen, wir haben beide Möglichkeiten. Also wir haben die Möglichkeit, wenn wirklich nicht alle Waren und Dienstleistungen, die zum Überleben gebraucht werden, wenn die tatsächlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht erschaffen werden können, dann geht man in die Variante 1 stärker rein und so wird dann also das mögliche Versorgungsproblem, was auftreten könnte, ich glaube nicht wirklich, dass es auftritt, aber ist von jemandem vom System her abgedeckt. Gut, das war die erste Dankschöpfung. Wir benutzen also ganz bewusst Analogien, also in der Geldwirtschaft spricht man von Geldschöpfung. Wir nennen es jetzt Dankschöpfung, immer um zu zeigen, dass wir schon ein bisschen in einer neuen Welt sind, nämlich in der Welt des Schenkens und Dankens, also in dieser Brückenfunktion uns bewegen. Zweite ist ein Staatseinkommen, für jedes Land übrigens, pro Bürger,
auch 1000 Dank pro Bürger. Vergleicht man das jetzt im Moment mit Deutschland, kommt man damit bei 82 Millionen Bürgern und 12 Monaten auf 984 Milliarden. Verglichen jetzt mit Staatsetat und so weiter ist es eine Summe, da wäre der Staatsetat abgedeckt, damit wäre Gesundheits- und Sozialwesen auch noch abgedeckt. Das heißt, dieses ganze Paket ist abgedeckt und das ganz ohne Steuern und Sozialabgaben. Und es gibt noch eine dritte Dankschöpfung, das ist für den Ausgleichs- und Umweltfonds zur Sanierung der ökonomischen und ökologischen Altlasten. Damit ist das Lebensgeldmodell ein Modell, meines Wissens das einzige, was ich kenne, das Umweltschutz, Umweltsanierung und so weiter an den gleichen Stellenwert gibt, also einen Topf zur Verfügung stellt, der genauso hoch ist wie das restliche, also wie das ganze Staatseinkommen. Also praktisch nochmal die gleiche Höhe wird von den Ausgleichs- und Umweltfonds bereitgestellt. Jo, Dankschöpfung macht frei. Also steuerfrei, versicherungsfrei und damit zumindest theoretisch frei von staatlicher Kontrolle. Denn warum sollte der Staat seine Bürger kontrollieren, wenn er nicht darauf angewiesen wäre, von den Bürgern Steuern eintreiben zu müssen? Möglicherweise gibt es Leute, die haben auch noch andere Gründe, Menschen zu kontrollieren, aber es geht hier um ein Wirtschaftsmodell. Es gibt also, kein Grund, aus wirtschaftlichen Gründen seine Bürger jetzt zu bespitzeln. Das ist gemeint mit der Freiheit in dem Fall. Gut. Ja. Sie erinnern sich, zur Schöpfung gehört natürlich die Vergänglichkeit. Denn wenn wir ständig Dank schöpfen, würde ja immer mehr Dank oder Geld, wenn Ihnen das Wort Geld jetzt irgendwie geläufiger ist, würde immer mehr werden. Da würde gleich jeder Wirtschaftswissenschaftler aufschreien und sagen, dann kriegen wir ja eine Inflation. Was ist Inflation? Inflation ist eine unfreiwillige Vergänglichkeit. Wenn immer mehr, das kommt aus dem Lateinischen, inflare aufblähen, das heißt, wenn immer mehr Geld in den Markt hineingebläht wird, dann wird das Geld weniger. Das nennt man dann Inflation. Da wir das wissen, führen wir jetzt beim Lebensgeldmodell eine geplante Vergänglichkeit ein. Geplante Vergänglichkeit von 50% im Jahr, das heißt, wenn ich also 1000 Dank am Anfang des Jahres auf meinem Konto habe, auf meinem Dankkonto, und sonst nichts, keine Kontobewegungen passieren würden, also es würde nichts draufkommen, es würde nichts runtergehen, dann würde nach einem Jahr noch 500 Dank darauf sein. Umgerechnet auf den Monat sind es ungefähr 5% im Monat, genau sind es 5,6%. Aber jetzt für unsere Betrachtung reicht es für die überschlägige Überlegung eben mit 5% zu auszugehen. Damit haben wir eine absolut stabile Geldmenge oder eine dynamisch stabile Geldmenge, kann man sagen. Denn durch den Kreislauf von Werden und Vergehen wird dafür gesorgt, dass die Vergänglichkeit und die Dankschöpfung ab einem gewissen Punkt sich die Waage halten. Dieser gewisse Punkt ist bei 60.000, ich weiß nicht, ob die Folie da kommt, nein, es kommt was anderes, 60.000 Dank pro Person. Das ist nämlich genau die Schwelle, wo diese 5%, 3.000 Dank, also wo die Vergänglichkeit genauso hoch ist wie die monatliche Dankschöpfung. Da pendelt sich, regelt sich das System als sich selbst regulierendes System ein. Würde mehr Dank in Umlauf kommen, würde es bedeuten, dass die Vergänglichkeit höher wird als die Schöpfung. Das heißt, ganz sanft würde das wieder runtergeregelt werden auf diese 60.000 Dank pro Person. Ist weniger da, dann ist die Schöpfung höher und das bedeutet, dass sich die Geldmenge langsam erhöht, ebenso weit bis Vergänglichkeit und Schöpfung sich wieder die Waage halten. Es geht relativ einfach über ein Konto, und zwar bei unserem Projekt Gradido wird es einfach im Hintergrund abgebucht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit Bargeld zu machen. Das wäre dann die Währung, die wir Free nennen, steht für freie Energieeinheit. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt weiterhin Bargeld haben wollen, dann bräuchte man eine sogenannte Tandemwährung, also eine Doppelwährung neben dem Gradido,
oder dem Dank, der konstant im Wert bleibt, gibt es dann eine vergängliche Währung, eine dynamische Währung. Und als Faustregel könnte man sagen, am Anfang ist ein Dank gleich eine Free, nach einem Vierteljahr ist ein Dank gleich ein Viertel Free, nach einem halben Jahr eineinhalb Free und nach einem Dreivierteljahr dann ein Dreiviertel Free. Und zum Jahreswechsel können die alten Free gegen die neuen Free in aller Ruhe 2:1 dann umgetauscht werden. Das ist jetzt nur wichtig als Hinweis, es geht auch mit Bargeld, dann hätten wir zwei verschiedene Währungen eben, die aber in Relation zueinander stehen. Und hier könnte man auch jetzt bei sehr hohen Beträgen, wenn man jetzt sagt, also diese Raster hier 1, 1,1, 1,50 ist mir ja zu grob, kann man natürlich auch nach Tageskurs anpassen. Gut, gehen wir wieder in die, okay, das haben wir eben gesagt. Es gibt also stabile Geldmenge, dann können wir davon ausgehen, dass es stabile Preise gibt. Gut, schauen wir mal die ganze Sache anhand von realistischen Zahlen an, zum Beispiel in Deutschland. Die Summe einer Guthaben war 2007 4 bis 5 Billionen Euro. Gestern bei Herrn Müller haben wir gehört, jetzt sind es 5 Billionen, also wir liegen sehr genau auch im aktuellen Stand. Die Summe aller Guthaben im Lebensgeld ist absolut zu definieren, nämlich 60.000 mal 82 Millionen. In Deutschland wären also 4,92 Billionen Dank, also ziemlich genau die 5 Billionen, die im Moment als Guthaben auch in Deutschland vorhanden sind. Damit spricht also die Dankmenge der derzeitigen Geldmenge. Damit können wir davon ausgehen, dass die Preisentwicklung ähnlich sein wird, in einer ähnlichen Größenordnung sein wird wie jetzt. Allerdings dürften sich die Preise individuell anpassen. Denn es gibt vielleicht Dinge, die notwendig sind. Es gibt andere Wertigkeiten und so weiter werden entstehen. Aber so in der Größenordnung können wir jetzt damit umgehen, dass jetzt das, was wir Dank nennen, eben oder Gradido nennen in Zukunft, eben dem Euro im Wert in etwa entspricht. Gut. Jetzt könnte man sich fragen, wenn jetzt die Hälfte der Dankwährung im Laufe des Jahres weg ist, wie kann ich dann zum Beispiel sparen? Wenn ich 1000 Dank auf dem Konto habe und nach einem Jahr sind da noch 500 übrig, nach 10 Jahren wäre es dann noch ein Tausendstel, also da ja jedes Jahr dann die Hälfte weggehen würde, wie könnte man jetzt sparen und wie könnte man Kredite machen? Das ist relativ einfach. Es gibt eine einfache Regel, es dürfen nur vorhandene Geldguthaben verliehen werden. Damit ist Geldschöpfung durch Kredit unzulässig. Im Moment wird ja Geld fast ausschließlich durch Kredit geschöpft. Und damit wird auch die Geldmenge durch Kredite nicht verändert. Das heißt, es kann keine Blasen geben, wie wir das zurzeit hatten und auch noch haben. Ja, wie kann man das bildlich erklären? Auch das ist übrigens von der Natur abgeguckt. Stellen Sie sich vor, jetzt bei einem Naturprodukt, nehmen wir mal an, ein Bauer hat 2 Sack Kartoffeln, ein anderer Bauer hat dieses Jahr keine Kartoffeln angebaut und möchte dann, um über den Winter zu kommen, sich einen Sack Kartoffeln ausborgen. Ein ganz einfaches Beispiel. Okay, der eine Bauer leiht also von den 2 Sack Kartoffeln einen demjenigen, der keinen hat. So, ist ein Naturalienkredit. Die beiden vereinbaren, ja, aber nächstes Jahr baust auch du Kartoffeln an und ich möchte dann wieder einen Sack Kartoffeln zurückhaben. Was für Kartoffeln wird wohl der Bauer zurückbekommen? Die alten, verrunzelten? Nein, er wird natürlich einen Sack frische Kartoffeln zurückkriegen. Denn einmal brauchte der Kreditnehmer ja die Kartoffeln zum Essen, die sind also bis dahin verbraucht. Und zum anderen hat er frische angebaut. Das heißt, wir haben jetzt, wenn man so will, Win-Win-Situationen gemacht, nämlich der Kreditgeber in dem Beispiel hat seinen Kartoffelwert erhalten. Das heißt, der Sack Kartoffeln, der sonst verrunzelt wäre, wenn er bei ihm im Keller gelagert worden wäre und er hätte ihn nicht gegessen, dann wären das so verschrumpelte Dinger, Sie kennen das, wo dann die Keime austreiben und so weiter. Er kriegt aber jetzt frische Kartoffeln zurück. Also das heißt, er hat 1:1 seinen Wert erhalten.
obwohl die Kartoffeln selber vergänglich sind. Die Vergänglichkeit fand bloß woanders statt, nämlich beim Kreditnehmer, der die Kartoffeln aber inzwischen aufgegessen hat. Das heißt, dem hat die Vergänglichkeit der Kartoffeln auch nichts ausgemacht. Brauchen wir Zinsen für das Beispiel? Ich glaube nicht. Ich denke mal, es reicht dem einen, denn der Gewinn ist ja der, dass der Kreditgeber damit seinen Wert erhalten hat. Und es dürfte einige Bauern geben, die gerne Kartoffeln verleihen, damit sie im nächsten Jahr vielleicht was anderes anbauen können und den Wert erhalten wollen. Das jetzt wieder übertragen auf die Geldwirtschaft. Wir können auch ein Beispiel machen mit Geld. Zum Beispiel, wir kommen jetzt aus dem Süddeutschland, da gibt es also das Häuslebauen, eine weit gepflegte Tugend. Nehmen wir mal an, einer will ein Häusle bauen und der andere hat 100.000 Dank auf seinem Konto. Dann haben wir damit einen potenziellen Kreditgeber und einen potenziellen Kreditnehmer. Und die beiden vereinbaren, okay, ich leihe dir jetzt 100.000 Dank. Es gibt einen vereinbarten Zeitpunkt oder eine Ratenzahlung oder wie auch immer, was die beiden vereinbaren. Und ich möchte meine 100.000 Dank dann wieder zurückhaben zum vereinbarten Zeitpunkt. Haben wir Win-Win-Situationen für beide? Der eine konnte jetzt seinen Wert erhalten, denn im anderen Fall würde ja der Dank immer weniger wert werden. Und der Häuslebauer, der konnte sein Haus bauen und ja, gibt es dann zurück. Jetzt eine Zwischenfrage. Ja gut, es könnte auch sein, dass er bei 10.000 schon die Idee hat. Also es könnte sein, also 10.000 schafft man relativ locker. Wir haben ja gesehen, das durchschnittliche Vermögen schaukelt sich ja auf, also entwickelt sich auf 60.000 pro Person durchschnittlich. Das heißt, die einen, die nur vom Grundeinkommen leben, die haben halt durchschnittlich irgendwie zwischen 100, zwischen 0 und 1.000 so und leben, haben dafür ganz viel Zeit. Und jemand anders könnte zum Beispiel, der lebt dann nicht vom Grundeinkommen, der könnte dann sagen, ja, ich mache eine Firma. Ne? Und wenn er eine Firma aufmacht, dann hat er Gewinne, der kann, es kann weiterhin Millionäre geben, gar kein Problem. Der kann jetzt hier eine große, einen Großkonzern gibt, der kann Milliarden produzieren, auch in dem Modell. Das heißt also, es gibt jede Menge Leute, also wenn das durchschnittliche Einkommen sich hochschaukelt auf 60.000, das lässt sich mathematisch gar nicht verhindern. Irgendjemand hat es ja, ne? Auch wenn es vergänglich ist. Das heißt, es wird Leute geben, die haben locker 100.000 und mehr auf dem Konto und vor allem, die sind natürlich interessiert, den Wert zu erhalten. Voraussichtlich wird es mehr Leute geben oder sehr viel, ein sehr hohes Kreditangebot geben. Daher wird es also kaum so sein, dass irgendjemand jetzt sagt, ich möchte dafür auch noch Zinsen nehmen. Das heißt, wir brauchen also Zinsen. Sie haben sehr viel wahrscheinlich über Zins jetzt auch mitbekommen in den anderen Veranstaltungen. Wir brauchen sie in dem Modell aber jetzt nicht ausdrücklich zu verbieten, denn jemand, der sagt, ich möchte auch noch Zinsen dafür haben, ja gut, der wird seinen Kredit nicht loswerden. Ganz einfach. Erledigt sich sozusagen von selbst. Es gäbe neue Finanzdienstleistungen. Also wenn man nichts verleiht, dann geht es eben runter. Ein zinsfreier Dankkredit sieht so aus, dass der Wert quasi erhalten wird. Man kann sich natürlich auch an Firmen beteiligen, Aktien oder ähnliches. Und damit kann es auch so etwas wie einen Anlagenmix geben, allerdings immer nur in den Größenordnungen, wie die Gesamtgeldmenge es hergibt. Das heißt, da ja durch Kredit die Gesamtgeldmenge nicht erhöht werden kann, geht das alles nur in dem Maße, was auch wirklich vorhanden ist. Ja, also es wird also jetzt nicht in Form durch Kredit neues Geld geschöpft. Aber, ja. Das ist möglich. Also Banken könnten eine ihrer vornehmen Aufgabe wieder nahe kommen, nämlich als Finanzdienstleister, nicht mehr als Geldschöpfer. Deren Aufgabe könnte sein, in Echtzeit Kreditgeber und Kreditnehmer zusammenzuführen. Es wird also jetzt nicht... Ja, dann nehmen wir Gebühren. Also ich würde das nicht über Zinsen... Also die können es machen, wie sie wollen, aber Angebot und Nachfrage wird sich so regulieren, dass die Banken oder die Finanzdienstleister, wie auch immer wir sie nennen, für ihre Arbeit sicherlich bezahlt werden, angemessen. Das könnte eine Gebühr sein oder wie auch immer die es regeln wollen. Ja? Aber es wird nicht
durch Kredit Geld geschöpft, was sich durch Zins und Zinseszins exponentiell auseinander dividiert. Also die dürfen natürlich gerne da am Markt teilnehmen. Gut, jetzt stellt sich eine Frage, kann man sowas theoretisch mit einem Schlag einführen? Ich denke mal, wenn es den großen Geldcrash gibt und alle Leute sagen, hurra, wir wollen Lebensgeld haben, dann wäre es theoretisch möglich. Halte ich nicht für ganz wahrscheinlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es so einen sanften Übergang gibt. Und für den sanften Übergang haben wir einen Stufenplan entwickelt, den ich kurz ansprechen will. Nämlich man kann parallel zur jetzigen Währung mit 10%, 20%, 30% und so in Stufen, da geht es 2009 los, das Lebensgeldmodell ist schon ein paar Jahre her, aber vom Prinzip her hat sich da nichts geändert, einen Lebensgeldanteil einführen. Das Interessante beim Lebensgeldanteil ist, nehmen wir mal an, ein Lebensgeldanteil von 20% würde so aussehen, von 100 Euro, Lebensgeldanteil sind 80 in Euro zu bezahlen, mindestens 20 in Dank oder in Gradido oder wie auch immer diese Komplementärwährung dann heißen wird. Freiwillig dürfen auch Verkäufer mehr annehmen. Denn es gibt einige wichtige Argumente, mehr als diesen Lebensgeldanteil anzunehmen. Das eine ist, wir haben ja gesehen, der ganze Dankanteil ist steuerfrei, weil der Staat kriegt sein Einkommen ja durch die zweite Dankschöpfung. Das heißt, wenn jemand sich ein Netzwerk aufbaut, oder ja, das ist ja das, was wir im Moment auch real machen in Form eines Rabattsystems, kann ja gucken, dass in seinem Umfeld so möglichst alles, was er so braucht, auch Leute in diesem Netzwerk sind. Jo, und dann könnten die auch mit 100% Dank arbeiten und die Sache wäre steuerfrei und der Staat hätte noch einen Vorteil davon, weil der Staat ja auch damit über die zweite Dankschöpfung sein Einkommen bekommt und die dritte Dankschöpfung, die in Ausgleichs- und Umweltfonds dann geht, die also dafür gedacht ist, die ökologischen Altlasten zu entsorgen. Gut, als zweites Schmankerl, das führt aber jetzt heute etwas zu weit, haben wir auch die Möglichkeit, in Verbindung mit diesem Stufenplan auch eine Absicherung der Privatvermögen im Falle eines Geldcrashs. Ganz einfach sieht es so aus. Leute, die sagen, ich habe jetzt, weiß ich, 1 Million auf dem Konto, die müssen dazu also ehrlich sein, denen wird garantiert, dass diese Million im Falle eines Geldcrashs in Dank umgewandelt wird, und zwar auf 20 Jahre. Die wollen ja nicht, dass ihre Million dann nach einem Jahr nur noch die Hälfte ist. Dann kann man sagen, gut, dann nehmen wir ein 20stel pro Jahr und das kriegt er in Dank. Gut geschrieben. Das wäre also ein Anreiz für Leute, die Barvermögen haben, sich beim Lebensgeldmodell, sofern also ein Land sich entschließt, das zu machen, auch ehrlich zu melden. Ich habe im Moment dieses Guthaben da drauf, meinetwegen 1 Million, bin bereit, es zu melden, bin bereit, davon im ersten Jahr 1%, das geht über 1, 2, 3, 4, 5%, umzutauschen in Lebensgeld. Und dieses Geld kann dann wieder dafür genommen werden, zum Beispiel die Staatsschulden zu tilgen. Das haben wir ausgerechnet. In Deutschland ist dieses Zeitfenster noch offen. Das würde in Deutschland, könnten wir in ungefähr 20 Jahren die Staatsschulden in Euro tilgen. Griechenland wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, es gibt ein gewisses Zeitfenster, wo das noch geht. Wenn aber die Exponentialfunktion von Schulden im Schuldgeldsystem noch weiter hochgeht, dann fällt dieses, also diese Staatsentschuldung weg, ist auch nicht schlimm. Man sieht ja an Griechenland, dann gibt es eben einfach einen Schuldenschnitt. Dann war das ein zusätzliches Schmankerl, was wir anbieten, was aber jetzt nicht die oberste Priorität hat. Genau, das wäre dann die Staatsschuldung in wenigen Jahren. Das wäre im Jahr, wenn wir 2010 begonnen hätten, wären wir 2022 schuldenfrei nach diesem Vermögensumtauschmodell. Inzwischen haben wir nicht mehr 1,5 Billionen Staatsschulden, sondern ich glaube über 2. Also da wird es länger und das Fenster geht relativ schnell zu. Aber wir haben es immerhin im Jahre 2006, haben wir es allen Mitgliedern des Bundestags angeboten, das Modell, haben so ein paar nette, freundliche, Antworten bekommen, so nach dem Motto nicht realistisch und gut,
Also zumindest können es die Politiker nicht sagen, sie haben es nicht gewusst. Okay, das klingt jetzt möglicherweise ein bisschen hochtrabend. Wir haben begonnen, die Vorteile des Lebensgeldmodells aufzuschreiben. Und mit der Zeit tat uns dann die Hand vom Schreiben weh. Wir sind also auf etwa 100 Vorteile gekommen und konnten die uns bekannte Nachteile konnten wir relativ schnell durch Systemanpassung ändern. Diese 100 Vorteile, wie wir es nennen, des Lebensgeldes, haben wir auf unserer Internetseite zum Runterladen. Und ich möchte Ihnen einige davon auswählen. Alle 100 kann ich jetzt im Rahmen des Vortrages Ihnen nicht erklären. Aber fangen wir mal an. Die Geldschöpfung ist nicht mehr durch Schulden, sondern durch das Leben selbst. Daher kommt der Name Lebensgeld. Die Auswirkung ist, wir haben eine stabile Geldmenge pro Kopf. Man darf das nicht unterschätzen. Das heißt, in Deutschland haben wir pro Kopf genauso viel Dank, wie in einem kleinen Land wie Luxemburg, Bangladesch oder wie auch immer. Das heißt also, bisher arme und reiche Länder haben ja, die Geldmenge wird ja hier nicht irgendwie durch Wirtschaftsleistung gesteuert, sondern durch das Leben selbst, sondern sagt, wir brauchen pro Person eine bestimmte Menge Geld, die mit der gearbeitet wird. Und das, was man an Geld braucht, ist in jedem Land gleich. Damit kann man nämlich dann auch einen Ausgleich herbeiführen. Die Geldmenge ist nicht manipulierbar, nicht Blasen oder sonst was kann es geben. Warum nicht? Naja, weil sie pro Kopf definiert ist. Diese ganzen Spielchen, die im Moment auf dem Geldmarkt passieren, sind per Definition gar nicht möglich. Keine Finanzblasen, keine Geldschöpfung durch Schulden. Damit sind die folgenden Generationen entlastet. Es gibt ja immer Leute, die sagen, wer soll denn unsere Schulden später mal zahlen? Das mussten die nachfolgenden Generationen machen. Ich persönlich halte es für Quatsch, weil die nachfolgenden Generationen werden das machen, was man jetzt in Griechenland anfängt. Die werden dann irgendwann sagen, wir machen Schuldenschnitt. Also die werden sich das einfach nicht gefallen lassen, dass sie als Leidtragende von den Dummheiten in unserer Generation darunter leiden müssen. Also egal, welches Geldmodell eingeführt wird, sofern wir nicht eine, Diktatur haben, wo alles klein gehalten wird, dürfen die nachfolgenden Generationen intelligent genug sein, also ihre Schulden, das Thema irgendwie zu beseitigen. Ja, das aktivierende Grundeinkommen, das Staatseinkommen ohne Steuern und der Ausgleichs- und Umweltfonds sind systemimmanent schon dabei. Das heißt, wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen, ja, wie finanzieren wir zum Beispiel ein Grundeinkommen. Das ist vom System her, ohne Grundeinkommen gäbe es kein Lebensgeld. Das heißt, das ist Bestandteil der Geldschöpfung. Und das Gleiche gilt für Staatseinkommen und Ausgleichs- und Umweltfonds. Die sanfte Vergänglichkeit. Wir wissen, Vergänglichkeit ist in jedem Fall ein Naturgesetz. Es gibt diesen Kreislauf von Werden und Vergehen. Die Vergänglichkeit gilt für ein Atom. Es gilt für einen Menschen mit Lebenszyklus. Es gilt für eine Galaxie. Alles hat einen Kreislauf von Werden und Vergehen. Und wir haben das Zeitfenster genommen, was uns im Wirtschaftskreislauf das geläufigste ist, nämlich der Jahreslauf. Ja, damit brauchen wir keine unfreiwillige Vergänglichkeit. Wenn man nämlich genau hinguckt, diese ganzen Sachen, Wirtschaftskrise, Inflation, Finanzkrise, Staatsbankrott, Krieg, sind zum großen Teil wirtschaftlich bedingt und sind im Prinzip die Antwort der Natur auf das Gesetz oder auf die Gesetzesverletzung der Menschen. Wenn wir sagen, wir wollen keine Vergänglichkeit, dann sagt die Natur, okay, jetzt schauen wir mal. Das ist dummerweise ein Naturgesetz, also wenn er es nicht freiwillig macht, dann könnte er eine Weile so tun, als ob es keine Vergänglichkeit gäbe und bums, gibt es entweder einen Geldcrash oder es gibt eine Inflation oder es gibt einen Tsunami oder es gibt einen Krieg oder was auch immer. So, wir haben damit ein gnädiges System. Gnädig heißt in dem Sinne, es verzeiht Fehler. Wenn also, wir wollen ja, dass die Menschen geschäftlich aktiv werden, dass sie sich selbstständig machen und so weiter, gibt es ja jetzt schon staatliche Förderprogramme dafür. Naja, aber wenn einer, der sich selbstständig gemacht hat, jetzt einen Fehler macht, im jetzigen System potenziert sich der Fehler mit Zins und Zinseszins. Also es gibt viele Leute, die sind pleite gegangen. Naja gut, und die haben dann noch lange daran zu tragen. Hier wächst Gras drüber. Das heißt, sowohl das, was ich gut mache, also gute Geschäfte, wie auch geschäftliche Fehler, also Lehrgeld, wenn man so will, halbieren sich ja.
im Laufe eines Jahres. Das heißt, in der Natur sagt man auch, es wächst Gras drüber. Nicht? Die Natur ist gnädig, in gewissen Rahmen werden Fehler verziehen. Damit können wir viel freier auch neue Dinge ausprobieren. Wir können neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und wenn es eben nicht ganz so funktioniert, okay, es ist gnädig. Das aktivierende Grundeinkommen kann als bedingungsloses Grundeinkommen da, wo es sinnvoll ist, eingeführt werden. Damit sind wir ganz d'accord mit den Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir können es aber auch benutzen, um Vollbeschäftigung einzuführen in Ländern, wo dies sinnvoll ist. Und alle, wie gesagt, alle Zwischenstufen. Das Versorgungsproblem, was nicht auftritt dann mehr, haben wir besprochen. Keine Unterhaltsverpflichtung mehr. Stellt euch vor, eine Familie, allein, also vorher war es eine Familie, sagen wir mal, mit drei Kindern. Die Eltern gehen aus welchen Gründen auch immer auseinander. Die Kinder sind bei einem alleinerziehenden Elternteil, beispielsweise wenn es jetzt die Mutter ist, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, hätten 4.000 Dank monatlich zur Verfügung, können damit also, wenn der Dank etwa den Wert eines Euro hat, gut leben. Es gibt keine Unterhaltsprobleme in dem Fall. Was wir noch zu regeln haben, sind vielleicht die zwischenmenschlichen Probleme, die solche Trennung bedeutet, aber sie müssen nicht noch bestraft werden damit, dass nachher der Teil, der die Kinder erzieht, auch noch quasi in Richtung Hartz IV dann geschoben wird. Demografischer Wandel ist problemlos. Ich glaube, da kommt gleich nochmal eine Folie dazu. Open Source Entwickler. Sie kennen vielleicht Open Source, also eines der größten Betriebssysteme der Welt ist Linux. Das ist ein Open Source Problem, Open Source nicht Problem, ein Open Source System, eine Open Source Software. Das war jetzt ein Freudscher. Ja. Ja? Dem gibt's das auch nicht. Bitte? Ja, also Thema Open Source. Ich halte Open Source für eine ganz wichtige Sache, denn damit können Menschen etwas entwickeln, was vielleicht im Moment von der Industrie nicht finanziert wird. Und siehe da, das größte, also zumindest im Serverbereich, das am weitesten verbreitete Betriebssystem ist Linux, ist Open Source. Aber die Open Source Entwickler haben jetzt oft noch ein Problem mit dem Geschäftsmodell, weil die Frage stellt sich, womit verdient ein Open Source Entwickler sein Geld? Einige haben das sehr gut gelöst, aber noch nicht alle. Ja gut, wenn die ihr Grundeinkommen haben, kann man also die Open Source Idee auch übertragen. Nicht nur Softwareentwickler, es geht für jegliche Art für Entwicklung. Man kann sagen, ich gebe meine Entwicklung in den gemeinsamen Topf. Das ist ja das Prinzip von Open Source. Und die anderen, die auch an diesem Prinzip teilnehmen, dürfen die Sachen, die schon da sind, aus dem gemeinsamen Topf nehmen und im Gegenzug geben sie auch wieder ihre Sachen in den Topf. Und wenn die noch kein Geschäftsmodell haben, was funktioniert, dann sind sie zumindest mal durch das Grundeinkommen abgesichert. Sie können also in aller Ruhe das tun, was sie gerne tun möchten, haben vielleicht nicht den finanziellen Luxus, den jemand hat, der irgendwie fette Geschäfte macht, aber Open-Source-Entwickler sind auf jeden Fall versorgt. Dadurch dürfte ein großer Fortschritt auf allen Gebieten sich entwickeln. Ich denke auch an Gebiete, die im Moment noch so unter vorgehaltener Hand gehandelt werden, wie zum Beispiel freie Energie. Im Moment ist ja auch noch so, dass da, wenn es Patente gibt, dann werden die aufgekauft von den Firmen und kommen in die Schubladen. Ja gut, wenn die freie Energieentwickler, die es ja gibt, die es weltweit gibt, wenn die durch ein Grundeinkommen versorgt sind, dann können die entwickeln, das tun, was sie ihrem, vom Herzen her und von ihrem Wesen her am liebsten und am besten können und haben dann beispielsweise freie Energiekonverter und so weiter in kurzer Zeit serienreif, sodass jeder sie nutzen kann. Freie Forschung und Entwicklung ist das dann. So, demografischer Wandel. Alte Menschen schaffen ja genauso die dreifache Dankschöpfung wie jeder andere auch. Das heißt, selbst wenn einer 150 Jahre alt ist, ist es überhaupt kein Problem, zumindest kein finanzielles. Das Versorgungsproblem ist ja gelöst. Also Essen gibt es für die Leute genug und Wohnung und so weiter haben wir alles im Überfluss. Und da, wo es noch nicht im Überfluss ist, wird es eben gebaut. Wir haben ja nur ein finanzielles Problem. Was im Moment hier mit demografischem Wandel hier hin und her argumentiert wird, heißt ja immer, ja, die jungen Generationen müssen das Geld verdienen für die Alten.
Das Thema haben wir hier nicht. Wir haben eine sichere Altersversorgung, weil das durch die dreifache Dankschöpfung schlichtweg systemimmanent da ist. Und jetzt kommt ein Punkt, der vielleicht den einen oder anderen nachdenklich stimmen wird. Es beugt Überbevölkerung vor. Frage, in welchen Ländern haben wir Überbevölkerung und in welchen haben wir eher ein Problem des Geburtenrückgangs? Sind in den reichen Ländern, haben wir da Überbevölkerung oder eher in den armen? Es bedingt durch Stress. Die Armen haben die meisten Kinder. Ja. Mhm. Was würde also passieren, wenn durch hier weltweiter Wohlstand erschaffen wird? Genau. Und damit beugen wir der Überbevölkerung vor. Das heißt, und zwar auf eine milde Art und Weise, wir brauchen nicht, wie es China macht, einfach verbieten, ihr dürft nicht mehr als ein Kind haben. Finde ich ja grausam, eine Familie, die mehr Kinder haben will. Ja, bitteschön, soll es doch haben. Aber wenn wir es schaffen, und mit dem Modell können wir, wenn die Menschen sich dafür entscheiden, weltweiten Wohlstand in Harmonie mit der Natur erschaffen, dann wird es voraussichtlich der Überbevölkerung vorbeugen. Es werden nicht mehr die Eltern nur, um später versorgt zu werden oder wo vielleicht die Kinder der einzige Reichtum ist. Dieses Argument fällt weg. Also es werden die Leute Kinder haben, die Kinder sich wünschen. Sie werden so viele Kinder haben, wie sie sich wünschen. Es wird Familien geben oder sagen, wir wollen kinderlos sein und andere wollen vielleicht mehr Kinder haben. Es wird voraussichtlich nach jetzigen Erfahrungen der Überbevölkerung vorbeugen. Ja, wir haben ein Staatseinkommen für jedes Land. Also jedes Land, was sich diesem Modell anschließt, hat ein Staatseinkommen, was proportional zur Anzahl seiner Bürger ist. Muss man sich überlegen. Also es gilt für einen Zwergstaat wie Liechtenstein oder sowas genauso wie für China. Von der Logik her kann man davon ausgehen, jedes Land braucht irgendwie einen bestimmten Betrag für die Anzahl seiner Bürger. Ist hier von Hause aus schon gegeben vom System her. Damit werden wir einen Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern bekommen, der ganz von alleine kommt. Man stelle sich vor, ein jetziges Industrieland hat ja Technologie, was die gerne exportieren wollen. Ein Land, was, wenn wir Schwellenland oder noch nicht so entwickeltes Land, wie auch immer wir es nennen, hat Interesse, Technologie einzukaufen. Jetzt haben die plötzlich das Geld dafür, jetzt können die Technologie von dem entwickelten Land, also vom technologisch entwickelten, sagen wir mal, Land importieren. Sie können es auch bezahlen. Damit gleicht sich das mit der Zeit aus. Das heißt, es geht so lange, bis alle Länder ungefähr auf dem gleichen Level entwickelt sind. Und das Interessante, das Schöne dabei ist ja, die Entwicklung geht immer in Richtung ökologische Entwicklung, weil wir haben ja auch den Ausgleichs- und Umweltfonds. Das bedeutet, Entwicklungen, die gegen die Natur sind, werden nicht gefördert, während Entwicklungen, die im Einklang mit der Natur sind, da steht ja nochmal ein Topf zur Verfügung in der Höhe des gesamten Staatshaushalts. Also es werden ökologische Entwicklungen immer viel konkurrenzfähiger sein als nicht ökologische Entwicklungen. Damit wird Folgendes passieren. Die Firmen, die bislang meinetwegen naturunfreundliche Dinge, naturschädliche Dinge entwickelt haben, die werden möglicherweise sich überlegen, der Bedarf, der damit befriedigt wird, der soll weiterhin befriedigt werden, aber wir holen uns jetzt Zuschüsse, damit wir den Bedarf, der da war und den wir decken, auf natürliche Art und Weise befriedigt werden kann. Das heißt also, der Angleich der Länder wird auf einem ökologisch sehr hohen Niveau stattfinden. Gut, Tilgung der Staatsschulden, die letzten drei Punkte, wie gesagt, das ist ein Zeitfenster, was sich möglicherweise in den nächsten ein, zwei Jahren schließen wird, wäre auch nur ein Zusatz. Ja, es sind keine Steuern und Sozialabgaben erforderlich für dieses System. Damit haben wir das, wovon alle reden, man will Bürokratieabbau machen. Naja gut, wenn man jetzt guckt, was da alles wegfällt, Buchhaltung, Finanzamt, Steuerprüfer, Steuerberater, Pflichtversicherung, Sozialamt und all diese Sachen, braucht man in dem Modell nicht mehr. Also Buchhaltung werden natürlich Firmen weiterhin haben zur Selbstkontrolle, da hat die Buchhaltung auch Sinn. Wir brauchen sie aber nicht, um dem Finanzamt zum Beispiel nachzuweisen, wie viel Gewinne wir gemacht haben. Wir haben ein
sehr, sehr hohen positiven Leistungsanreiz. Denn alle Einkommen sind ja steuerfrei. Das Grundeinkommen ist ja nur ein Teil. Die Leute, die am freien Wirtschaftsleben sich beteiligen, die können jeden beliebigen Preis vereinbaren. Wenn einer sagt, meine Stunde ist 200 Dank wert, dann, wenn er Kunden hat, warum nicht? Oder wenn es jetzt jemand einen Konzern aufbaut oder einen schon hat, warum nicht? Das alles ist steuerfrei im herkömmlichen Sinne. Es gibt eben auf der anderen Seite die Vergänglichkeit. Ja, wir haben geringere Lohnkosten, weil es ja keine Arbeitgeberabgaben gibt. Es gibt keine Steuern, keine Sozialversicherung, keine Pflichtversicherung. Von mir aus kann jemand sich freiwillig seine linke Hand versichern oder so, aber Pflichtversicherung haben wir nicht mehr. Damit werden die Lohnkosten geringer. Ja, und für Schwarzarbeit gibt es schlichtweg keine Definition mehr, weil wenn es keine Steuern gibt, gibt es keine Definition für Schwarzarbeit. Nur zinsfreie Kredite werden konkurrenzfähig sein am Markt. Es wird ein großes Kreditangebot geben, ein geringes Kreditrisiko. Warum? Also zum einen ist das größte Risiko, was ich eingeben kann, wenn ich keinen Kredit gebe, denn dann weiß ich, nach einem Jahr ist das Geld die Hälfte, nach 10 Jahren ist es noch ein Tausendstel. Das heißt, das größte Risiko ist, keinen Kredit zu vergeben. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit, dass jemand Pleite macht bei einem so, ich nenne es wirklich mal gnädigen System, man muss sich ganz schön anstrengen, um da wirklich Pleite zu machen. Man hat sein Grundeinkommen, die Leute haben alle Geld und so weiter. Wenn also mal ein Kredit ausfallen sollte, das werden nicht viele sein, aber selbst wenn ich 100.000 Dank als Kredit vergebe, ich werde es wahrscheinlich streuen, ich werde nicht einem das geben, sondern mehrere. Und wenn mir da 10%, 20% oder 30% ausfallen, dann habe ich hinterher immer noch 70% oder 80%. Das ist immer noch besser, als wenn ich keinen Kredit vergeben hätte. Wobei ich nicht glaube, dass die Ausfallquote so hoch sein wird, wie gesagt, weil man sich ganz schön anstrengen muss, um in diesem Modell jetzt einen Kreditausfall überhaupt produzieren zu können. Win-win-Situationen für Kreditgeber und Kreditnehmer haben wir darüber gesprochen. Wir kommen zur zur Lebensqualität. Wenn Geld nicht mehr das einzige Motiv ist, ja, dann muss der Arbeitgeber ja noch mal andere Anreize schaffen. Ne? Das heißt, er muss für ein exzellentes Arbeitsklima sorgen, weil sonst gehe ich da nicht mehr hin. Also wenn die mich mobben oder so, dann sage ich ihr, ja, ihr dürft mich mal. Die Arbeit muss sinnerfüllt sein. Ich werde also bestimmt nichts machen, wenn ich nicht gezwungen werde, was keinen Sinn macht. Mittelstand wird wieder gefördert. Na klar, es wird leichter. Es ist nicht mehr dieses riesen Kreditrisiko, was man zu tragen hat, da ja die Kredite zinslos sind. Es wird mehr selbstbestimmte Zeit geben für die, die sagen, okay, ich bin mit dem Grundeinkommen, ein bisschen Zusatzverdienst, bin ich zufrieden. Die haben viel selbstbestimmte Zeit, deutlich weniger Stress. Das wiederum macht die Menschen gesünder. Das wiederum wird die Krankheitskosten oder so ähnlich oder Gesundheitskosten von selbst reduzieren. Ich meine, Leute, die keinen Stress haben, sind eben nun mal gesünder. Es kann jeder sein volles Potenzial entfalten. Man kann sagen, okay, ich mache mal ein Sabbatjahr, ich mache eine neue Ausbildung, wenn mir meine alte Tätigkeit nicht mehr gefällt. Ich bin ja versorgt. So notbedingte Kriminalität wird es per Definition nicht geben. Es mag vielleicht noch ein bisschen so Kleptomanen oder sowas geben, also Leute, die krankhaft irgendwas machen. Aber dass es hier ganze Mafia-Banden durchs Land ziehen, weil die halt einfach mit Leute haben, die Geld zum Leben brauchen oder sowas, gibt es keinen Grund mehr. Ja, Konsumzwang gibt es auch nicht, weil es macht ja nichts aus. Es ist ja gut, wenn weniger konsumiert wird. Wird vielleicht die eine oder andere Firma aufhören zu arbeiten, gibt aber keine soziale Härte deswegen. Nicht? Wenn ich aufhöre zu arbeiten, okay, dann habe ich zumindest mein Grundeinkommen und meine ganze Familie hat das Grundeinkommen. Das heißt also, dieser Zwang, der im Moment da ist, dieser Wachstumszwang, eigentlich wird der Konsumzwang ja im Moment erzeugt wegen des Wachstumszwangs. Das heißt, es wird künstlich immer wieder neuer Bedarf gemacht. Braucht man nicht mehr. Also wir brauchen auch dieses Wachstum nur dort, wo eben Wachstum gerade Sinn macht. Nicht? Also Industriezweige, die gebraucht werden und woanders, kann sich das nivellieren, was nicht gebraucht wird, heißt, es gibt mehr Freizeit, ohne dass irgendjemand drunter leiden muss.
damit gibt es weniger Müll. Ja, und der letzte Punkt, ein nützlicher ökologischer Fußabdruck. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Es sprechen ja viele davon, einen geringen ökologischen Fußabdruck zu machen. Das ist so ein Schlagwort geworden. Was wir jetzt hier vorschlagen, mit dem Ausgleichs- und Umweltfonds, wir wollen die Sache nochmal umdrehen. Wir wollen sagen, wir wollen nicht nur einen geringen ökologischen Fußabdruck, das heißt, wir wollen nicht nur wenig Schaden erzeugen, wir wollen was Nützliches tun. Und stellt euch vor, wenn wir einen Etat haben für die Natur, der so groß ist wie sonst der ganze Staatshaushalt, einschließlich Gesundheitssozialwesen, das ist ein so hoher Etat, ja, dann wird automatisch ein Anreiz geschaffen, naturharmonisch die Sachen zu lösen. Und ich bin sicher, es gibt für jeden Bedarf eine Lösung, die im Einklang mit der Natur steht. Man muss sie nur rausfinden. Der Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern oder Gesellschaftsschichten. Gut, das Welthungerproblem ist gelöst, denn wir können weltweit genügend Nahrungsmittel produzieren. Wir haben inzwischen Technologien, die Wüste zu begrünen. Also wir können also die Sahara in ein blühendes Paradies verwandeln auf natürliche Art und Weise. Da gibt es also verschiedene Entwicklungen, die aus dem Morgentau dann Wasser in den Boden ziehen und dann kann das wachsen, also auf ganz natürliche Art und Weise. Das heißt, wir haben nicht wirklich, es bräuchte auf der Welt weder niemand hungern oder dursten. Problem ist im Moment die Finanzierbarkeit, ne? Und das haben wir mit dem Ausgleichs- und Umweltfonds, sind solche Projekte natürlich vorrangig dann, die gefördert werden. Ja, Ausländer- und Flüchtlingsprobleme. Wenn es mir in meinem Land gut geht, wenn ich mein Grundeinkommen habe, wenn ich gesellschaftliche Teilhabe habe, wenn ich die Möglichkeit habe, dazu zu verdienen und so weiter, welche Gründe habe ich auszuwandern? Na gut, vielleicht interessiert mich ein anderes Land oder so, aber ich reise dann vielleicht gern ein anderes Land, aber ich muss jetzt nicht aus wirtschaftlichen Gründen aus meiner Heimat quasi raus in ein anderes Land, wo ich mein Leben lang Fremder bin, wo ich Migrant bin. Keine Notwendigkeit dafür. Okay. Ja, richtig. Gut, also ich hier. Okay, das ist also da, wo jetzt es möglicherweise, wo es Inseln gibt, die so niedrig ist, dass die Angst haben, dass der Meer spielt. Das ist sicherlich ein Sonderfall. Ja? Naja gut, ich meine, es muss ein Sonderfall sein, weil sonst gäbe es kein Land, auf das man sich flüchten kann. Ne? Das heißt also, die paar Inseln, okay, da müssen wir eine Lösung finden, sofern der Meeresspiegel wirklich ansteigt. Das ist ja auch nur eine Frage, ob diese Theorie stimmt, aber wenn die stimmt, okay, dann haben wir hier tatsächlich ein Thema, wo man gucken muss, wo können die Menschen dann leben. Gebe ich also völlig recht. Aber ich denke, es ist im Verhältnis zu den 6 Milliarden Menschen ein relativ überschaubares Thema, für das es Lösungen geben muss. Aber ich gebe völlig recht, das stimmt. Ja. Die indigenen Völker und deren Rechte werden auf einmal wieder gewürdigt. Wir können so viel lernen von den indigenen Völkern, weil die nämlich zum Teil wenigstens noch da, wo wir sie noch nicht indoktriniert haben, noch einen Zugang zur Natur haben. Die können uns gewisse Naturgesetze lehren. Ja? Und ich weiß nicht, ob das vorhin schon kam. Also es macht wahrscheinlich Sinn, eine gewisse Umweltauflage für Landbesitz zu machen. Das würde ich empfehlen, beziehungsweise es gibt auch da ja auch Ansätze, die in die Richtung gehen, dass man sagt, da wo Landbesitz ist, müssen die Leute das der Natur wieder so renaturalisieren oder so ähnlich renaturieren, sofern es möglich ist, also zumindest das Menschenmögliche dafür tun. Ausbeutung des Regenwaldes, dieser Wahnsinn, der zurzeit gemacht wird, wird ja in erster Linie gemacht, um Geld zu verdienen. Es wird neue Technologien geben, die das Öl ablösen und so weiter. Also das Thema können wir zumindest unterstützen.
Landflucht entgegen, haben wir gesagt. Gut, die Industrienationen haben solvente Kunden, die Entwicklungsländer können Technologien einkaufen, darüber haben wir gesprochen. Wir sind nicht die Leute, die sagen, wir sind gegen Reichtum, ganz im Gegenteil. Die Reichen können weiterhin, also die wohlhabenden Reichen können reich bleiben. Die bisher Armen kommen zum Wohlstand. Ein Bild aus der Natur wäre ein warmer Regen in der Wüste. Vorher hat man Oasenbesitzer gehabt, das sind die Reichen. Jetzt kommt ein warmer Regen und plötzlich blüht die Wüste und allen Menschen geht es gut. Damit geht es den Leuten in der Oase nicht schlechter. Das ist so die Idee. Also etwas für alle zu machen, wo alle einen Vorteil haben. Genau. Eben von der anarchistischen Kommune, die hat in dem Modell Platz. Wir sagen, wir leben von unserem Grundeinkommen und ansonsten sind wir, ja, leben wir eben. Und der Weltkonzern hat auch in dem Modell seinen Platz und hat auch seinen Sinn. Und das ist ein Teil Friedensarbeit. Wenn wir ein Modell haben, was für alle passt, wo jeder seinen Platz hat, dann ist es aktive Friedensarbeit. Ja, der Ausgleichs- und Umweltfonds für jedes Land. Es gibt eindeutige Anreizsysteme für das Leben, weil, wie gesagt, umweltfreundliche Leistungen werden gefördert. Nur umweltfreundliche Produkte haben eine Chance auf dem Markt. Hier kommt jetzt die Umweltauflage für Grund und Boden, die ich eben vorweggenommen habe. Es scheint so, dass es die Überlebenschance für die Menschheit ist. Die Einführung ist parallel möglich, auf friedliche Art und Weise. Ich denke, es ist für jeden einfach zu verstehen. Unsere Erfahrung ist, dass es Kinder leichter verstehen als Erwachsene. Liegt ganz einfach daran, dass wir Erwachsenen halt schon in dem jetzigen Denken schon so ein bisschen vorprogrammiert sind und Kinder sind da offener. Wir können sofort beginnen. Wir beginnen zurzeit mit einem sozialen Netzwerk, das zu machen. Wir haben einen Stufenplan zur parallelen Einführung auf politischer Ebene. Wenn wir diesen Stufenplan nehmen, dann kann auch der Plan laufend angepasst werden. Also wenn wir nicht gleich sagen, ab morgen ist Lebensgeld, was ja sowieso unrealistisch wäre, sondern sagen, wir fangen stufenweise an, dann würden sich bestimmte Erfahrungen zeigen, man kann nachbessern und so kann die Sache eingeführt werden. Bargeld ist genauso möglich, jedes Zahlungsmittel ist weiterhin möglich. Bargeld ist eben dann die vergängliche Währung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und natürlich bargeldlos ist es noch einfacher. Wir können in einzelnen Ländern beginnen, die werden dann am Weltmarkt konkurrenzfähiger sein als andere. Wir können auch weltweit beginnen, natürlich, wenn die Menschen sich dafür entscheiden, auf hoffentlich demokratischen Wegen. Eine hohe Ethik. Die ersten drei Punkte, Wohlergehen des Einzelnen, Wohlergehen der Gemeinschaft und Wohlergehen des großen Ganzen oder aller Wesen der Natur. Das sind, nennen wir, die drei Säulen der natürlichen Ökonomie des Lebens. Das ist immer diese Dreiheit, die ist also vom System her schon vorhanden. Ja, ich alleine kann es nicht machen. Es ist also kein Ego-Trip möglich, wir können es nur gemeinsam machen. Die Menschheit kann gemeinsam sich entscheiden, wir wollen einen Weg im Einklang der Natur gehen oder eben, ja, eben nicht. Das Leben genießt die höchste Wertschätzung, die Menschenwürde ebenfalls. Wir haben ganz viele Teile von der Natur abgeschaut. Der Vorteil ist, dass die Natur seit Millionen von Jahren etwas macht, wovon wir lernen können und was funktioniert. Weibliches und männliches Prinzip ist ausgeglichen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dazu reicht die Zeit nicht. Zu dem Thema gibt es Bücher. Und zu dem Thema könnte man einen kompletten Vortrag halten. Auch über die Gruppenintelligenz der Menschheit kann ich im Moment nicht sprechen, aber da gibt es Forschungen, die Gruppen- oder Schwarmintelligenz untersuchen und stellen fest, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, zum Beispiel das gemeinsame Überleben und wenige Regeln dabei, meine natürliche Ökonomie hat ganz wenige Regeln, dann erzeugen wir Schwarmintelligenz, Gruppenintelligenz und dann werden Dinge möglich, an die wir jetzt als Einzelne noch gar nicht zu träumen wagen. Ja, Wohlstand in alle in Harmonie mit der Natur, das ist letztendlich auch das Ziel des Projektes. Geld regiert die Welt, Lebensgeld löst alle uns bekannten geldbedingten Probleme der Welt, soweit wir das in unserem Forschungsprojekt bisher, eben Forschungsprojekt sind über 3000 Leute,
Erfahrung bringen, also alle geldbedingten Probleme sind soweit gelöst. Und es gibt Anreize, es lässt uns die überwiegende Mehrheit unserer Entscheidungen für das Leben treffen. Wir stehen dann nicht mehr im Konflikt zwischen Ethik und wirtschaftlichen Zwängen, sondern beides, also der wirtschaftliche Anreiz und die Ethik, gehen in dieselbe Richtung. Damit sind wir nicht mehr im Interessenskonflikt in uns selbst, wir sind nicht mehr in uns selbst gespalten, sondern es geht beides in die Richtung gemeinsames Überleben. Damit nützt Lebensgeld allen, schadet niemand, soweit wir es beurteilen können. Mein Appell, entscheiden Sie sich heute noch für das Leben. Das geht ganz einfach. Auf dem Projekt Gradido.net, das ist die Plattform, in der wir Lebensgeld beginnen, mit der Währung Gradido. Gradido ist eine Wortschöpfung, steht für Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde, Menschenwürde oder eben auch Discount, also es ist ein Rabattsystem, was jetzt schon eingeführt wird, also was wir auch in der jetzigen gesetzlichen Rahmenbedingungen schon einführen können, und Donation heißt so viel wie Schenken oder Spenden, daher die Wortschöpfung Gradido. Ja, das ist die Startseite. So ein Dankkonto oder Gradido-Konto sieht ein bisschen anders aus als ein Bankkonto. Jeder kann sich so gestalten, also kann auch mit Lebensfreude da rangehen. Das ist jetzt von Margit Beyer jetzt das Dankkonto. Die hat wunderschöne Blumen im Hintergrund. Also das heißt, es ist irgendwo, macht einfach Spaß. Es ist nicht so trocken wie ein Bankkonto. Man sieht dann eben die Kontostände und man kann auch das bis hin zu einer eigenen Internetseite eben dann ausbauen. Es hat einen eigenen Marktplatz. Jetzt kommt noch eins. Das System ist geplant als dezentrales System. Im Moment haben wir ein System installiert. Es ist aber schon ausgelegt, dass hoffentlich bald Tausende von Gradido-Servern in der Welt sich verteilen. Ist ganz wichtig. Die Natur ist dezentral. Es gibt nicht den Obernaturhansel auf der Welt, sondern es ist, ja, es ist dezentral, wird in der Natur Leben geschaffen. Wir haben hier einen Marktplatz mit Regionsuche. Wir können also sowohl regional damit arbeiten. Man kann zum Beispiel eingeben, ich möchte wissen, wer ist denn im Umkreis von 20 Kilometern an meinem Wohnort dabei. Hier haben wir mal angegeben, wer ist denn im deutschsprachigen Raum alles dabei. Dann kriegt man eben so eine Karte, die eben abbildet, dass da überall Leute dabei sind. Wie gesagt, im Moment über 3000. Marktplatz, Veranstaltungskalender und all solche Sachen sind dabei. Das ist die Seite der Gradido Akademie. Das ist also das Forschungsprojekt. Hier ist übrigens auch ein Vortrag von mir, der Innsbrucker Vortrag, der in einigen Punkten einen etwas anderen Schwerpunkt hat, in die Tiefe geht. Ja, und man sieht auch, also hier können Inhalte eingetragen werden, man kann eine eigene Internetseite machen. Mitglied werden in der Gradido Akademie kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Zum einen ist man selbst dabei, gehört zum engeren Forschungskreis. Ja, man kann also selbst mitgestalten. Zum anderen ist es die Möglichkeit, dieses gemeinsame Projekt auch finanziell zu unterstützen, einfach durch einen Mitgliedsbeitrag. Ansonsten ist Gradido übrigens kostenfrei. Also jeder kann mitmachen. Es ist, ja, wie gesagt, die Teilnahme ist kostenfrei, aber wer jetzt Mitglied der Gradido Akademie werden will, hilft damit auch mit einem kleinen Beitrag eben, dass wir dieses Projekt weiterführen können. Ja, helfen Sie mit. Erste ist, wenn Ihnen die Sache gefallen hat, sagen Sie es weiter, geben Sie Lebensgeld, also machen Sie es einfach, helfen Sie es mit bekannt zu machen. Wir haben da hinten auch Flyer ausgelegt, auf der Seite Joytopia.net oder auf der Seite Gradido.net, auf beiden ist das beschrieben. Zweiter Schritt könnte sein, ein Gradido-Konto zu eröffnen. Können Sie sofort kostenfrei machen und einfach mitmachen, Ihre Angebote und Nachfragen mit hineintragen in den Marktplatz und kommunizieren. Dritte Variante oder das dritte Schritt wäre, Mitglied der Akademie zu werden. Und mein Credo, unser gemeinsames Credo ist, wir werden es gemeinsam schaffen, weltweit Wohlstand in Harmonie mit der Natur.
Ja, damit bin ich mit dem Vortrag am Ende. Es ist Raum für Fragen und Antworten, je nachdem, wie lange Zeit wir haben. Danke schön. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, hier war die erste Meldung.